genau zu sein, müssen wir uns keine Sorgen machen. Laut unserer Forschungsergebnisse wird es mindestens 2 Monate, 4 Tage und 7 Stunden bis zur nächsten Emission dauern. Die Stärke wird 3 auf der Bergmann-Skala betragen. Das entspricht 2.13. Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, ich habe niemals zuvor so etwas gesehen. Das Enzephalogramm zeigt zwar große Schäden am Nervensystem, aber die restlichen Indikatoren könnten einfach nicht besser sein. Das ist echt erstaunlich. Vielleicht hat das etwas mit der Emission zu tun? Ja, mit Sicherheit. Auch wenn ich bis jetzt überhaupt keine vernünftige Erklärung für dieses Phänomen habe. Tja. Da, er wacht auf. Ah, mein Kopf. Wo bin ich? Du bist aufgewacht. Das ist gut. Willkommen zurück in der Welt der Lebenden, Starker. Wie fühlst du dich? Mein Kopf brummt. Alles dreht sich. Ich fühle mich miserabel. Erinnerst du dich noch daran, was mit dir geschehen ist? Ich weiß noch, dass ich eine Expedition durch die Sümpfe geführt habe. Ein paar Wissenschaftler. Dann die Mission. Das war's. Wo bin ich? Bin ich im Himmel? Aber warum sieht es dann aus wie in der Zone? Dir ist wohl zum Scherzen zumute, was? Das deutet darauf hin, dass du dich gut erholt hast. Mein Name ist Lebedev. Ich bin der Anführer dieser Gruppe und für jeden hier verantwortlich. Auch für dich. Solange du dich hier aufhältst. Wir nennen uns Clear Sky und du befindest dich gerade in unserer Basis. Wir haben dich nach der Emission in den Sümpfen aufgegabelt. Oh. Dann habe ich wohl Glück gehabt. Glück? Das bezweifle ich. Da gibt es 3 bisher unerklärliche Tatsachen. Erstens, hast du die Emission überlebt. Zweitens, hat dich unsere Patrouille in den Sümpfen gefunden, die hauptsächlich aus endlosen Treibsand bestehen. Und drittens, wärst du beinahe von einer Horde Pseudohunden in Stücke gerissen worden, wenn unsere Jungs nicht rechtzeitig aufgetaucht wären. Solch eine Kette von Ereignissen kommt mir nicht vor wie einfaches Glück. Wie auch immer, ich muss jetzt etwas anderes erledigen. Lass uns später weiterreden. Alles klar. Und damit ein herzliches Willkommen zu, fast schon zurück, zu Stalker. Mit dem 2. Teil der Serie, Clear Sky. Wo, soviel ich weiß, die Vorgeschichte von Shadow of Chernobyl behandelt. Also sozusagen, wie es dazu kam mit den allem. Ja, und freut mich, dass ihr wieder dabei seid, falls ihr es seid. Ich denke mal schon. Oder auch herzlich willkommen an alle Neuen. Und da ist ein minimaler Grafikbug, das sieht man überhaupt nicht. Ja, wir spielen mit einer Complete Overhaul Mod. Das heißt, Grafik ist ein bisschen angepasst, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen angepasst. Ich glaube auch ein bisschen Waffenbalancing ist dabei, also Wasserreflektion und so weiter und so fort. Also das ist so den Mod, wo es halt so gibt. Die meisten von euch, die das Spiel selber gespielt haben, werden den bestimmt können. Kennen, steht hier nicht dran. Ah doch, hier der ABRCS-Mod nennt sich der. Ja, ich habe selber schon ein bisschen reingespielt, ein bisschen getestet, wollte eigentlich schon aufnehmen. Das ist jetzt der 2. Anlauf, weil
Wie ihr wisst, habe ich einen neuen PC, falls ihr es verfolgt habt. Im letzten Let's Play, habe ich jetzt komplett umgerüstet auf einen neuen PC. Und es ist Katastrophe mit OBS. Könnte ich euch nur sagen, das macht keinen Spaß. Auf jeden Fall war es super laggy. Und es ist jetzt der zweite Versuch dafür. Und ich hoffe mal, dass es dieses Mal besser funktioniert. Oh, ein Lichtschalter. Dieser Lichtschalter ist eine Lüge. Ja, hoffen wir mal, dass es dieses Mal ordentlich funktioniert. Ich lege mal ein bisschen rum. Ich hoffe, das ist flüssig. Ich wackel flüssig. Gut, wir fangen an. Also, unser Inventar sieht deutlich übersichtlicher aus als im letzten Teil. Wir haben hier auch die Stats mit Ausdauer, Gesundheit und Rüstung. Wir sind Feuerresistenz, Säureresistenz hier. Strahlungsresistenz und Psychschutz. Bin mir noch nicht sicher, wahrscheinlich gegen Monster. Hier haben wir einen Schlafsack. Damit können wir wahrscheinlich schlafen. Unsere Rüstung. Unser Rang. Und hier werden wahrscheinlich dann nachher die Anomalien, die wir sammeln, reinbekommen. Und hier haben wir 2 Waffenslots und... Was ist das eigentlich? Werden wir noch sehen. Gut. Ich würde sagen, wir sind los. Mit Tab haben wir unsere Mission. Rede mit dem Barkeeper. Wir gehen zum Barkeeper. X kann ich rennen. Ich kann quatschen mit Steuerung. Kann ich mich hinlegen? Könnte man sich damals hinlegen? Ich weiß es gar nicht. Egal. Wir legen los. Schaut an, wer uns hier im Sumpf besucht. Das ist aber ein erfreulicher Anblick. Hi. Söldner, während du außer Gefecht warst, Musik ist super laut. Bist du zu einer echten Legende geworden. Nicht einmal du selbst würdest einige der Gerüchte glauben, die ich so gehört habe. Aber egal, dieser Drink für einen verdammten Glückspilz geht aufs Haus. Er wird dich entspannen und dann kannst du mir in aller Ruhe deine Geschichte erzählen. Ich platze vor Neugier. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe gerade eine Gruppe Wissenschaftler durch die Sümpfe geführt, als wir plötzlich von einer Mission überrascht wurden. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich bin erst hier wieder aufgewacht. Also erzähl du mir lieber, was passiert ist. In Ordnung, dann trinkst du und ich erzähle dir von diesem Ort. Hier war es mal recht ruhig. Wir hatten uns um die Wege gekümmert, die richtigen Orte... Mach mal die Musik leiser. ...und die Zufahrtswege unter Kontrolle. Natürlich sind die Sümpfe nicht gerade ein Ferienparadies, aber immer noch besser als so manch anderer Ort. Ja, es war also nicht schlecht, bis zur letzten Emission. Die größte, die wir je erlebt haben. Mittlerweile beten unsere Jungs zu Gott und dem Teufel gleichzeitig, bevor sie sich aus der Basis herauswagen, weil es stets an ein Wunder grenzt, wenn sie es heil wieder zurückschaffen. Aber wir beißen uns trotzdem durch, denn unsere Jungs sind nicht wegen des Profits hier, sondern kämpfen für ihre Sache. Wie bist du denn hierher gekommen? Ich habe Flaschen gesammelt, eine nach der anderen. Und sie haben mich direkt hierher geführt. Ach was, das war ein Witz. In Wahrheit gab es dort draußen keinen Ort, der mich wollte. Und den ich wollte. Am Ende bin ich dann hierher gekommen. Zuerst in die Zone, dann zu Clear Sky. Die Typen hier sind in Ordnung und ich werde hier gebraucht. Sie kommen zurück nach einer Mission, ich schenke ihnen einen Drink ein... Erzähle ein paar dreckige Witze und damit ist meine Arbeit getan. Einfach, aber wirkungsvoll. Man nennt mich hier übrigens Cole. Was diesen Ort angeht, kannst du mir verraten, wo wir hier eigentlich sind? In unserer Basis. Wie du siehst, handelt es sich dabei um so etwas wie einen kleinen, einsiedelnden Bauernhof. Mitten in den romantischen, endlosen Sümpfen. Mach dein Radio aus. Ich kann dir die genaue Lage nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist dies hier der letzte Ort in der Zone, wo man ganz normale Menschen treffen kann. Menschen, die dich nicht übers Ohr hauen, dir ein Messer in den Rücken rammen oder dich verbluten lassen wie ein Schwein, nur um einen Medkit zu sparen. Ich kenne mich in der Zone eigentlich ziemlich gut aus, weil ich Teil 1 gespielt habe. Aber von Clear Sky habe ich noch nie etwas gehört. Wie laufen die Dinge hier? Weißt du, warum du noch nie davon gehört hast? Weil zu viele Leute etwas darüber wissen wollen. Und je weniger man über uns weiß, desto besser. Unser Anführer heißt Lebedev. Ein Mann wie ein Felsen, wenn ich das so ausdrücken darf. Er hält unsere ganze Gruppe zusammen.
Dann haben wir Bean Polev, Professor Bean Polev. Er ist ein wandelndes Lexikon und ein gottverdammter Computer in einem. Und weiß mehr über die Zone als... naja, egal. Unser Techniker heißt Gray. Und er kann dir aus einer leeren Dose ein Gewehr samt Munition basteln. Bei ihm ist zwar die eine oder andere Schraube locker, aber sonst... Und schließlich Suslov. Er ist ein Händler. Colt, aber nicht so halte den Söldner nicht mit deinen dreckigen Witzen auf. Wird nicht ich muss ihn sehen. Dir das Geld aus. Nun, Bruder, wenn Lebedev sagt, dass er dich sehen muss, dann muss er dich wohl wirklich sehen. Geh, wir reden später weiter. Danke, danke. Ja, wenn du das nächste Mal im Sumpf bist, vergiss uns nicht. Lass mich da rein und... In einer Minute für dich da. Lass mich da rein. Lass mich da rein, sein scheiß Radio ausstellen. Lass mich dieses scheiß Radio ausstellen. Ich bring ihn um. Ich muss hier weg. Ist es leise? Soll ich einen Ticken lauter machen? So einen kleinen Ticken. Machen wir mal so einen kleinen Ticken lauter. Moment. So. Was gibt's, Docker? Oh, ist es fast zu laut? Ja, ich glaube, jetzt ist es zu laut. Moment, machen wir noch ein bisschen leiser. Machen wir so, das müsste passen. Was willst du? So, wir sollen zu unserem Chef. Wir haben unten links eine Minimap, da wird uns markiert, wo wir hin müssen. Und andere Sachen auch. Ich denke, pinke Punkte irgendwas. Pinke. Was ist los? Gelb sind wahrscheinlich die Leute. Blau, die haben vielleicht was Spezielleres und die markierten wahrscheinlich, wo ich hin muss. Hi. Warst du an der frischen Luft? Ja. Du siehst auf jeden Fall besser aus. Ich werde dir die Lage schildern. Du befindest dich in der Basis von Clear Sky. Versuch nicht, dich daran zu erinnern, wer wir sind. Du hast noch nie von uns gehört und das mit gutem Grund. Unser Ziel ist die Erforschung der Zone. Wir sind der Meinung, dass die Zone erforscht und verstanden werden muss, damit die Menschheit weiß, womit sie es zu tun hat. Die Zone zu verstehen, ist der Schlüssel zur Koexistenz mit ihr. Denn die Zone ist ohne Zweifel das wundersamste Phänomen, mit dem es die Menschen bisher in ihrer gesamten Geschichte zu tun gehabt haben. Aber warum versteckt ihr euch dann? Wie ich gesagt habe, wir sind Forscher. Wir versuchen, die Natur der Zone zu ergründen, ihre Ursache in Erfahrung zu bringen und die Regeln ihres Bestehens zu erfassen. Wir sind nicht auf Geld aus. Gieren nicht nach Artefakten und interessieren uns nicht für Revierkämpfe mit anderen Fraktionen. Das ist der Grund, warum wir uns hier in den Sümpfen verstecken und uns auf unsere Forschung konzentrieren. Unsere Stärke ist nicht der Kampf, sondern Wissen. Das Wissen über die Zone, das wir im Laufe der Jahre gesammelt haben. Wir wissen mehr über die Zone als die Stalker und die Regierung zusammen. Und standen kurz davor, durch unsere Forschungen ein logisches und konsequentes Gesamtbild zu erhalten, bis vor einigen Tagen diese massive Emission auftrat. Okay, ja und? Wird wohl eine der Emissionen sein, die immer wieder mal auftreten, oder? Nein, die Emission war unglaublich stark, stärker als je zuvor. Sie war wie ein Tornado, der über die Zone zog und sie veränderte. Jetzt ist alles anders. Die bekannten und relativ sicheren Gebiete sind nun hoch radioaktiv und voller Anomalien. Während man sich problemlos in anderen Bereichen der Zone aufhalten kann, die zuvor jahrelang unzugänglich waren. Nicht einmal die besten und abgebrühtesten Stalker wissen genau, was sie auf ihren bevorzugten Pfaden erwartet. Aber auch die Menschen haben sich verändert, was sofort deutlich wurde. Die Emission hat das empfindliche Gleichgewicht zwischen den Fraktionen zerstört. Und deswegen führen sie nun Kriege um die Kontrolle über die Gebiete der Zone. Mit anderen Worten, viele seltsame Dinge sind vorgefallen. Und ich kann das Ausmaß dieser Veränderungen noch nicht ganz erfassen. Immerhin ist die Emission erst ein paar Tage her. Wenn du mich fragst, ist das Seltsamste der letzten Tage die Tatsache, dass du überlebt hast. Wenn ich wüsste, wie ich überlebt habe, würde ich sie sofort erzählen. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich verstehe. Wie kann ich dir helfen? Ich sollte besser gehen. Ich bin ziemlich geschafft, aber ich kann mich immer noch auf den Beinen halten. Wie komme ich hier raus? Es ist nicht einfach, hier herauszukommen. Nicht im geringsten. Die Sümpfe sind ein wahres Labyrinth aus Schilfgebieten und radioaktivem Treibsand. Und es wimmelt hier von schrecklichen Monstern und menschlichem Abschaum.
Wobei ich nicht sagen kann, was davon schlimmer ist. Nur jemand, der sich hier gut auskennt, kann dich sicher herausführen. Und von diesen Leuten haben wir gerade einmal eine Handvoll. Männer, denen ich mein Leben anvertrauen würde, ohne eine Sekunde zu zögern. Leider ist das nicht so einfach. Denn wenn ich dich gehen lasse, könnte unser Geheimnis hier schon bald gelüftet werden. Was willst du mir damit sagen? Wir haben hier momentan einige Schwierigkeiten. Die Emission hat die Anzahl der Anomalien in den Sümpfen verringert. Deswegen ist das Gebiet für Banditen und anderes Gesindel leichter zugänglich geworden. Es sind so viele, dass sie schon bald unsere Basis überrennen werden, wenn wir nicht etwas dagegen unternehmen. Das Problem ist, dass wir nicht unbedingt die geborenen Kämpfer sind. Aus diesem Grund haben wir immer mehr an Boden verloren. Aber du, schon auf den ersten Blick erkenne ich, dass du ein Profi in diesem Gebiet bist. Deine Erfahrung kann hier genug geredet. Unser Außenposten wird erneut angegriffen. Hilf uns dabei, den Angriff abzuwehren. Falls es irgendeinen Unterschied für dich macht. Einige der Männer, die dich gerettet haben, befinden sich gerade dort. Weißt du noch, wie man in der Zone überlebt? Ich kann mich teilweise daran erinnern. Großartig. Begib dich zum Händler. Er wird dir eine Grundausrüstung verpassen. Gehe danach zum Außenposten. Sobald du die Basis verlassen hast, höre auf meine Anweisungen. Ich werde dich führen. Geht klar. Hey. Ein Kämpfer ist auf dem Weg zu dir, Händler. Stelle ihm die Ausrüstung zur Verfügung. Gibt's hier noch was? Kann ich nichts aufheben? Verstanden. Okay, ich gehe zum Händler. Der ist hier rechts markiert. Wahrscheinlich in dem Haus, ja. Hi. Besucher? Endlich. Hier, nimm diese Grundausrüstung. Sie ist speziell für Patrouilleneinsätze gedacht. Danke. Hey, ist es ja eigentlich immer so stressig? Ich habe die Anweisung, dir deine Ausrüstung zu übergeben. Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Männer brauchen deine Hilfe. Jo, bin weg. Was habe ich bekommen? Oh, eine abgesägte Schrotflinte. Ist ja wundervoll. 2 Medikits, Verbände und so weiter und so fort. Klasse. Also, ich erzähle noch kurz was. Und zwar, hier haben wir die Karte. Das habe ich letztes Mal schon bei der ersten Aufnahme rausgefunden. Hier haben wir die Karte. Markiert, Auftragsgeber und wichtige Charaktere werden hier auch markiert. Haben wir noch einen Mechaniker, Spezialisierung, Lederjacke, MP5 und einen Händler. So, wir haben... Ah, das ist hier noch. Ist hier noch gar nicht. Das ist hier noch gar nicht. Vielleicht finden wir es hier. Nee, okay, das kommt noch. Okay, dann will ich nichts vorgreifen. Das kommt noch. Ich will nicht vorgreifen. Ich bin ganz Ohr. Bist du bereit, zum Außenposten auszubrechen? Ja, das bin ich. Okay, ich werde dir die Augen verbinden. Solange wir unterwegs sind... Das musst du verstehen. Wir müssen den Weg geheim halten. Okay, let's go. Sei vorsichtig, Söldner. Es liegen Anomalien vor dir. Denk daran. Beim Gehen immer schön die Augen offen und die Waffe bereithalten. Wir weichen den ganzen Sachen natürlich aus. Sind ja kaum zu übersehen. Ach, übrigens, manchmal kann man in Anomalien Artefakte finden. Man kann sie zwar nicht sehen, aber Suchgeräte können sie leicht aufspüren. Wenn du nahe genug an das Artefakt kommst, zeigt dein Suchgerät an, wo es sich befindet. Und dann musst du das Artefakt einfach nur aufsammeln, ein Kinderspiel. Bedenke aber, dass dein momentanes Suchgerät nicht gerade Hightech ist. Es zeigt lediglich die Entfernung zum Artefakt an. Oh, guck mal, was wir hier haben. Dieses Gravitationsartefakt absorbiert radioaktive Partikel und vermindert dadurch Strahlungsschaden am Körper. Es ist in der Zone weit verbreitet. Strahlung minus 2. Geil, nehmen wir mit. Wir haben ja eine Schraube, kann ich die in die Anomalien werfen? Passiert dann was? Jetzt liegt man auch. Stärker werfen. Bam. Okay, krass. Messer haben wir auch.
Dann gehen wir mal zum Turm. Oh, wir können ja noch mal ein paar Mandate nehmen. Vielleicht finden wir noch was. Sonst erstmal umgucken, bevor wir da hinlaufen. Sollen wir uns erstmal umbringen, bevor wir... Gott sei Dank gibt es ein Autosave. Holy shit, ich habe das jetzt nicht einmal gespeichert. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Also, das geht ja super los, Alman. Oh mein Gott, weiß er. Ah, wir wissen ja noch alles. Moment. Hallo, in Ordnung. Colt, halte den Söldner nicht mit deinen dreckigen Witzen auf. Ich muss ihn sehen. Nun, Bruder, wenn der Wetter... Ja, bla bla bla. Es gibt denn das schon hin, es geht in 0, nichts, keine Angst. Nö. Ei, bla 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 bla. Genug geredet. Ja, schön. Ein Kämpfer ist auf dem Weg zu dir, Händler. Stelle ihm die Ausrüstung zur Verfügung, die er für seine Mission benötigt. Krass, der hat sogar ein Funkgerät in der Hand. Du bist zurück. Und er redet sogar. Hier, danke, ciao. Ey, was ist das vom Bug? Okay, er ist weg. Okay, ist alles drin? Perfekt. Ja, das bin ich. Tschüss. Speichern. Okay. Ist nichts passiert. Es liegen Anomalien vor dir. Denk daran. Beim Gehen immer schön die Augen offen und die Waffe bereithalten. Ach, übrigens, manchmal kann man in Anomalien Artefakte finden. Man kann sie zwar nicht sehen, aber Suchgeräte können sie leicht aufspüren. Wenn du nahe genug an das Artefakt kommst, zeigt dein Suchgerät an, wo es sich befindet. Und dann musst du das Artefakt einfach nur aufsammeln. Ein Kinderspiel. Bedenke aber, dass dein momentanes Suchgerät nicht gerade Hightech ist. Ja, ich merke schon. Es zeigt lediglich die Entfernung zum Artefakt an. So, wir müssen ihn... Oh Gott. Hi. Dreh zum Turm. Die Monster kommen dort nicht an dich ran. Oh, guck mal. Loot? So. Wir steigen auf den Turm. Achtung an alle Kämpfer. Eine Emission steht kurz bevor. Geht in Deckung. Sofort. Er ist tot. Gib mir mal das Stuff. Oh, guck mal, Munition. Alter, das sieht gut aus. Alter. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Frage, Lebedev, was passiert ist? Lebe, Mann. Wir sind hier Deutsch, hier. Lebedev. Lebedev, was passiert ist? Lebedev, was ist passiert? Du hast die Emission schon wieder überlebt. Auch wenn mich das nicht wirklich überrascht. Unsere Jungs haben dich in der Nähe des Turms gefunden, nachdem sich die Lage etwas beruhigt hatte. Weißt du, Pianpolev hatte recht. Du trotzt jeder wissenschaftlichen Erklärung. Er glaubt, dass du einige, sagen wir, ungewöhnliche Fähigkeiten erlangt hast. Diese helfen dir, anormale Umstände zu überleben, die andere Menschen buchstäblich in ihre einzelnen Atome zerlegen würden. Zudem scheint etwas die Leistungsfähigkeit deines Körpers in manchen Bereichen auf eine Art und Weise zu erhöhen, die den Messbereich unserer Geräte sprengt. Halt, nur nicht übermütig werden. Wie immer gibt es auch in diesem Fall die Kehrseite der Medaille. Jede Emission zieht dein Nervensystem in Mitleidenschaft. Und wenn das so weitergeht, wirst du daran sterben. Warum kommt es so oft zu einer Emission? Eine normale Emission ist eine Freisetzung von Energie, die sich in der Zone aufgestaut hat. Eine Entladung sozusagen. Aber was momentan geschieht, ist etwas ganz anderes.
Meiner Meinung nach stellt die zunehmende Häufigkeit dieser Emissionen die Reaktion der Zone auf eine wie auch immer geartete Gefahr dar. Wie etwa die Abwehrreaktion des menschlichen Immunsystems gegen Krankheitserreger. Die Koexistenz von Mensch und Zone vernünftig zu erklären ist schwierig. Die Zone toleriert uns in einigen Gebieten, während sie uns den Zugang zu anderen Gebieten nicht gewährt. Alles jenseits des Schmelzers und in Richtung des Zentrums ist tabu. Orte, die Stalker nie betreten dürfen. Ich glaube, die jüngsten Ereignisse in der Zone sind darauf zurückzuführen, dass jemand dieses Tabu gebrochen und nicht am Hirnschmelzer Halt gemacht hat. Okay, jemand ist am Schmelzer vorbeigekommen. Stellt das eine Gefahr für die Zone dar? Schwer zu sagen. Um diese Frage zu beantworten, müsste ich wissen, was sich im Zentrum der Zone befindet. Manche sagen der Monolith, andere behaupten der Wunschgönner. Weniger abgedrehte träumen von ganzen Feldern voller seltener Artefakte. Als junger Spezialist war ich selbst schon einmal beim Kraftwerk, aber ich weiß nicht, wie es jetzt dort aussieht. Alles, was ich sagen kann, ist, dass der Schmelzer nicht ohne Grund aufgetaucht ist. Er sorgt dafür, dass man das Zentrum der Zone nicht betreten kann. Die Menschen können den Hirnschmelzer nicht passieren. Gibt es vielleicht doch noch einen Weg, an den Schmelzer vorbeizukommen? Ich meine, eine theoretische Chance? Das habe ich bis zur großen Emission nicht gedacht. Verflucht, keiner hat das. Wenn man die Emissionen jedoch als eine Abwehrreaktion interpretiert, liegt die Antwort auf der Hand. Jemand ist am Schmelzer vorbeigekommen und die Zone hat darauf mit der Emission reagiert. Und da die Emissionen nicht aufhören, muss dieser jemand noch am Leben sein. Die Zone versucht, den Eindringling auszuschalten und tötet dabei jedes Leben. Welche Gefahr geht von diesen Emissionen aus? Ich weiß eine Menge über die Zone, aber ich kann dir nicht alles verraten. Bei manchen Dingen musst du mir einfach vertrauen. Ein System, jedes System, strebt nach einem Gleichgewicht. Die Zone befindet sich momentan in einem instabilen Zustand und die Instabilität nimmt zu. Wenn die ständigen Emissionen nicht gestoppt werden, wird die Zone so instabil werden, dass es auf jeden Fall zu einer Katastrophe kommen wird. Das bringt uns zu dem, was Clear Sky macht. Wir versuchen, diese Katastrophe zu verhindern. Die Katastrophe verhindern? Ihr schafft es doch nicht einmal, gegen die Banditen zu bestehen. Du hast recht. Aber wir wissen, wie man eine Katastrophe verhindern und die Emissionen stoppen könnte. Und das will was heißen. Du hast ziemlich viel Selbstvertrauen. Also, was hast du vor? Wir müssen herausfinden, wer im Zentrum der Zone war. Und diese Leute um jeden Preis aufhalten. Und warum erzählst du das ausgerechnet mir? Zwischen dir und der Zone existiert eine seltsame Verbindung. Auf der einen Seite bringt dich jede Emission den Tod ein Stück näher. Aber auf der anderen Seite überlebst du in Situationen, in denen andere Menschen nicht den Hauch einer Chance hätten. Mein Gefühl sagt mir, dass deine Fähigkeiten, dein Segen, dein Fluch, wie auch immer, dass sie dafür sorgen, dass du an Orte gelangen kannst, von denen andere nur träumen können. Und gerade jetzt müssen wir sehr schnell handeln. Ich weiß nicht, ob ich mich da einmischen soll. Warum sollte ich? Ich wusste, dass du das fragen würdest. Die Antwort ist einfach. Wenn die Emissionen nicht aufhören, wird dein Nervensystem quasi ausbrennen. Und du wirst sterben. Hilf uns und du hilfst dir selbst. Auch wenn das jetzt wie in einem schlechten Film klingt. Du hast keine andere Wahl. Da habe ich mir wohl was eingebockt, was? Leider ja. Also, wirst du uns helfen? Ja. Dann hör gut zu. Wir haben alle unsere Kontakte und Verbindungen in der Zone spielen lassen. Jetzt wissen wir, dass ein gewisser Stalker beim Cordon Sidorovich nach sehr seltsamen Ersatzteilen gefragt hat. Das ist alles, was wir bisher haben. Aber es ist immerhin eine Spur. Wenigstens etwas. Wie gelange ich zum Cordo? Durch die Sümpfe natürlich, wie sonst. Aber denke daran, was ich gesagt habe. Nach der Emission ist in dem Gebiet jede Art von Abschaum aufgetaucht. Jetzt haben sie fast alles unter Kontrolle. Wir werden belagert. Und damit übertreibe ich nicht im geringsten.
Bevor wir dir also helfen können, zum Cordon zu gehen, müssen wir erst wieder die Kontrolle über die Sümpfe erlangen. Und mit deiner Hilfe ist das möglich, denke ich. Verstanden. Okay. Warte kurz. Zu den großen Sümpfen zu gelangen ist einfach. Unsere Ortskündigen werde ich hineingleiten. Aber wenn du dort überleben willst, musst du einiges über die taktische Lage dort lernen. Und über die neuen Funktionen deines PDA. Also wenn du mehr darüber wissen willst, frag mich einfach. Gut, bis später. Ich erkläre euch das mal kurz im Schnelldurchlauf, weil das habe ich ja schon gemacht. Wir haben hier die Map mit den Zielen und so, Orte, wo wir hin müssen. Es gibt Kriege zwischen den Fraktionen, das habe ich schon gesehen. Das ist im Prinzip immer die zwei Funktionen. Hier steht dann dran, okay, wie stark ist... Wisst ihr was? Bevor ich das jetzt mache, wir gehen hier einfach nochmal durch. Erklär mir mal die Funktion. Der Bereich Missionsziel ist dein erster Anlaufpunkt. Hier wird dein Hauptmissionsziel angezeigt. Neben einem ausgewählten Sekundärziel. Es können mehrere Sekundärziele vorliegen, die du mit diesen Buttons durchschalten kannst. Alles klar. Die meisten Missionsziele werden auf der Karte angezeigt, außer in den seltenen Fällen, in denen der Zielort nicht bestimmt werden kann. Ja. Wir brauchen deine Hilfe nicht nur bei der Vernichtung des Feindes, sondern auch bei der Eroberung von wichtigen Schlüsselorten. In diesen Fällen werden dir unsere Kämpfer sehr dankbar sein, wenn du ihnen Deckung gibst, wenn sie eine Stellung erobern. Übrigens solltest du Hilferufe nicht ignorieren. Das Leben unserer Männer könnte auf dem Spiel stehen. Wenn du den Mauszeiger über eine Markierung auf der Karte führst, werden zusätzliche Informationen eingebaut. Auf der Karte werden neben deinen Missionszielen auch alle verbündeten und identifizierten gegnerischen Einheiten dargestellt. Okay, du wirst wohl verstehen, dass unser Hauptziel darin besteht, die Kontrolle über die Sümpfe zu erlangen. Und das bedeutet Krieg gegen die Aggressoren. In diesem Bereich hast du jederzeit Zugriff auf taktische Informationen über militärische Operationen. Auf der linken Seite sind Angaben über deine aktuelle Fraktion aufgeführt. Momentan sind wir das, Clear Sky. Informationen über den Hauptgegner werden auf der rechten Seite angegeben. Hier siehst du deine ungefähre Kampfstärke. Hier kannst du sehen, über wie viele Kämpfer wir verfügen. Und das sind unsere Ausrüstungsvorräte. Für unseren Gegner werden ähnliche Anzeigen verwendet. Und in diesem Feld schließlich siehst du die aktuelle strategische Mission sowie taktische Ziele, die erfüllt werden müssen, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Erfolgreich abgeschlossene strategische Missionen werden unten dargestellt. Auf dem letzten Reiter werden deine Beziehungen zu allen Gruppierungen und die Kampfstärke der einzelnen Fraktionen angezeigt. Okay. Zudem siehst du hier deine eigene Statistik. Okay. Das war's im Großen und Ganzen. Gut, bis später. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie das funktioniert mit den Fraktionen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Händler. Der ist markiert. Hi. Oh, sei gegrüßt, Gast aus der Fremde. Was führst du mit dir? Einen bestenden Geldbeutel oder ausgezeichnete exotische Wunder? Weder noch, leider. Ich wurde von einer Mission getroffen und bin nur knapp ums Leben mit dem Leben davongekommen. Bin jetzt vollkommen blank. Die Mission scheint meine Sache über die ganzen Sümpfe verteilt zu haben. Ja, ich habe deine Geschichte gehört. Ich denke, das Wichtigste ist, dass du noch am Leben bist. Die Gegenstände lassen sich leicht genug ersetzen. Das stimmt. Die Zone gut behandelt. Also, wollen wir handeln oder hast du Fragen? Es ist schon erstaunlich. Selbst mitten in den Sümpfen in einer so geheimen Organisation wie diesen kann man einen Händler treffen. Genau so sind wir. Unser Ruf mag zwar nicht der beste sein, aber wir Händler werden trotzdem überall gebraucht. Selbst in der Zone, selbst in den Sümpfen, selbst unter der Erde. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Zone Sperrgebiet ist und die Armee alle Wege hinein und hinaus kontrolliert. Denk mal darüber nach. Heutzutage kann man Artefakte und seltene Gegenstände aus der Zone überall auf der Welt kaufen. Und deinen Stalker-Kollegen mangelt es nie an Wodka, Munition oder Ausrüstung. Wer, glaubst du, sorgt dafür, hm? Genau da kommen wir ins Spiel. Der Handel hier ist aber nicht so etwas wie kopierte CDs auf dem Marktplatz zu verkaufen und ab und an von der Polizei wegzulaufen. Die Situation hier ist eigentlich ziemlich einfach zu beschreiben. Die Außenwelt interessiert sich für die Zone und umgekehrt, aber offiziell ist es verboten, untersagt und weiß der Teufel was. Deswegen gibt es uns. Wir sorgen dafür, dass dieses Interesse gestillt wird und jeder glücklich ist. Unter den Händlern erzählt man sich einen netten kleinen Witz.
Wenn jemand eine Waffe auf dich richtet, überlebst du am ehesten, wenn du sie ihm abkaufst. Verstehe. Allerdings kommt es mir so vor, als würde die Geschäfte nicht so gut laufen. Ja, dann lass uns nicht darüber sprechen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie satt ich es habe, dieses Zeug hier zu verhökern. Da draußen liegen tausende Artefakte herum, aber die besten landen nie hier. Schon seit langer Zeit habe ich keinen besonderen Gegenstand mehr in meinem Laden verkauft. Oh, warum denn die kleine Auswahl? Ja, wer weiß. Vielleicht haben die Stalker ja schon alles gefunden, was man finden kann. Mann, den Schmelzer zu passieren wäre ein Traum. Es heißt, dass man dahinter mehr Artefakte finden kann, als man in seinem ganzen Leben verkaufen könnte. Vorausgesetzt natürlich, dass man dort nicht gleich ins Gras beißt. Es ist an der Zeit, dass wir Händler uns zusammenschließen und einen Weg finden, an diesem Schmelzerding vorbeizukommen. Ihr seid nicht die Einzigen, die in diese Richtung Ausschau halten. Ja, ich weiß. Aber egal. Ich habe wieder einmal zu viel geredet. Zeit ist Geld und wenn du handeln willst, dann los. Falls nicht, schönen Tag noch. Hast du noch was für mich? Oh. Ja, du hast uns echt geholfen, mein Freund. Hier ist der Belohnung. Medikit, Gewehrladung, Verband. Gut, bis später. So, wir müssen wahrscheinlich denen jetzt helfen, ihr Sumpf zurückzuerobern. Dafür müssen wir zu ihm. Dann würde ich sagen, cutten wir hier die erste Folge. Ich hoffe, das war ein gutes Intro für euch. Wir weg, bevor der mich die ganze Zeit anlabert. Stalker via Sky. Der übrigens tatsächlich ziemlich clear ist. Schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wegen der Kamera, ich habe die Settings noch nicht ganz eingestellt mit dem Greenscreen und alles. Falls ihr Bock, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr Bock habt auf eine Kamera. Ich wüsste halt nicht genau, wo ich sie platziere, weil rechts hier ist. Vielleicht höchstens oben rechts. Wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf eine Kamera, sagt Bescheid, wenn ihr sagt, okay, eher weniger. Dann schreibt einfach in die Kommentare, was euch lieber ist. Ich habe kein Problem, auch mit Kamera zu spielen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Muss ich kurz angucken. Und bis dahin eine wundervolle Zeit.